Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier auf der Tribüne und zu Hause. Ich lese selten Zeitung, aber seitdem ich auf dem Dorf wohne, mache ich das ein bisschen öfter und ganz oft fehlt mir da der Link mehr Informationen. Ich will einfach weiterklicken. So ähnlich ist das hier bei dem Antrag auch. Das ist ein guter Ansatz und sicher ist der demografische Wandel wichtig und sicherlich müssen wir uns immer Gedanken machen, wie wirken sich Gesetze überhaupt aus. Und diese Idee zu sagen, lasst uns den demografischen Wandel in den Blick nehmen, lasst uns jedes Mal die Demografieeffekte auch angucken, das ist eine gute Idee. Aber, das ist einfach viel zu wichtig für einen Antrag, den man hier einbringt, liebe Kollegen von der CDU, lieber Kollege Schmitz, und den dann direkt zur Abstimmung stellt. Wir haben ja angefragt bei Ihnen, unsere Fraktion hat angefragt bei Ihnen, ob man das Ganze nicht in Ausschuss geben könnte. Das haben Sie leider abgelehnt. Im Ausschuss hätten wir darüber reden können, was das denn bei Gesetzen, die keinen direkten Effekt auf die Demografie haben, was wir denn da machen. Man hätte darüber reden können, wie denn kleine Fraktionen, da ist Ihre natürlich nicht betroffen, aber drei Fraktionen hier im Haus auf jeden Fall, wie die denn überhaupt so eine komplette Untersuchung bewerkstelligen sollen. Sie wollen das direkt abstimmen. Das finde ich persönlich, um jetzt auch bei Ihren Worten zu bleiben, blind, blöd und taub. Oder vielleicht ist das auch einfach ein schlechter Versuch, nochmal so einen populistischen Antrag hier reinzubringen, ein bisschen Wahlkampf zu machen. Wir finden die Idee gut, aber da Sie es nicht in Ausschuss überweisen, müssen wir sagen, dann enthalten wir uns bei dem Antrag. Unsere Zustimmung können Sie dafür nicht kriegen. Vielen Dank.